Meine Damen und Herren, ich rufe Tagesordnungspunkt 11 auf. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung zum zweiten Gesetz zur Änderung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes. Das ist die Drucksache 19-1083/20. Und ich darf Herrn Staatsminister Klose zur Einbringung das Wort erteilen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Allein am vergangenen Sonntag waren in Hessen die Geschäfte mindestens in Butzbach, Wetzlar, Langen, Nidda, Darmstadt und Fränkisch Krumbach geöffnet. Am kommenden Sonntag wird das in 10 hessischen Kommunen der Fall sein. In Städten und Gemeinden ganz unterschiedlicher Größe, die auf der Basis des bestehenden Gesetzes verkaufsoffene Sonntage erfolgreich durchgeführt haben und durchführen werden. Es gibt in Hessen viele verkaufsoffene Sonntage, und wir werden dafür sorgen, dass sie auch weiterhin stattfinden. Gleichzeitig ist es nicht nur ein Ärgernis, sondern ein echtes und auch kostspieliges Problem, und zwar für alle Beteiligten, die Beschäftigten genauso wie die Einzelhändler, die Kommunen und die potenzielle Kundschaft, wenn die Freigabeentscheidungen für einen solchen Sonntag wenige Tage vorher gerichtlich gekippt werden. Und deshalb ist unser Ziel mehr Klarheit und höhere Planungssicherheit für die 4 verkaufsoffenen Sonntage in Hessen zu schaffen. Das ist auch der Auftrag des Koalitionsvertrags, und diesem Ziel dient unser Gesetzentwurf, den ich heute einbringen darf. Und in diesem Ziel sind wir uns übrigens völlig einig mit den Kammern, dem Einzelhandel und den Kommunen. Wir können das Ziel höherer Planungssicherheit aber nur innerhalb des bestehenden Rechtsrahmens erreichen. Und der ist durch den hohen Schutz, den die Sonntagsruhe in unserer Verfassung im deutschen Grundgesetz genießt und der daraus abgeleiteten höchstrichterlichen Rechtsprechung nun einmal gesetzt. Das Bundesverfassungsgericht fordert, dass das Arbeiten an Sonn- und Feiertagen die Ausnahme sein muss. Und es betont, dass diese Ausnahme von der Sonn- und Feiertagsruhe eines besonderen, dem Sonntagsschutz gerecht werdenden Sachgrundes bedarf. Dieser Sachgrund, so das Bundesverfassungsgericht, muss ein solches Gewicht haben, dass er die Ausnahme von der Arbeitsruhe rechtfertigt. Ich darf zitieren: Dazu genügen das alleinige Umsatz- und Erwerbsinteresse auf Seiten der Verkaufsstelleninhaber und das alltägliche Shoppinginteresse auf der Kundenseite nicht. Ende Zitat Bundesverfassungsgericht. Die Steigerung der Einzelhandelsattraktivität, das ist also eindeutig geklärt, genügt als Anlass, ich könnte sogar sagen, leider ausdrücklich nicht. Und weil ich ja ahne, was hier noch vorgetragen wird, will ich unmissverständlich sagen, den Anlass zu streichen und mit dem Begriff des öffentlichen Interesses falsche Erwartungen zu wecken, das wäre das Gegenteil von mehr Planungssicherheit. In Nordrhein-Westfalen ist dieser Irrweg ja beschritten worden, und das hat den Kommunen dort für die Genehmigung verkaufsoffener Sonntage gerade keine Erleichterungen, sondern nur neue Rechtsstreitigkeiten und Unsicherheiten gebracht, weil sie in den Gerichtsverfahren nämlich vor allergrößten Schwierigkeiten stehen, dieses öffentliche Interesse an einem verkaufsoffenen Sonntag nachvollziehbar und ausreichend darzulegen. Denn Handelsverband Nordrhein-Westfalen wird denn auch in den Rheinischen Anzeigenblättern Ende Juli wie folgt zitiert: Die neu eingeräumten Möglichkeiten, die Sonntagsöffnung zur Wirtschaftsförderung oder zur Belebung der Innenstädte zu nutzen, werden aus Angst vor Klagen kaum wahrgenommen. Und erst vor 2 Monaten hat das Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen noch einmal bekräftigt, Zitat, dass das stets gegebene kommunale Interesse an der Steigerung der Einzelhandelsattraktivität als verfassungsrechtlich hinreichender Sachgrund für die Sonntagsöffnung nicht in Betracht kommt. Zitat Ende. Den Anlassbezug zu streichen
würde den Kommunen also gerade nicht dabei helfen, verkaufsoffene Sonntage planungssicherer durchzuführen. Im Gegenteil, das können wir in NRW besichtigen, und das sollten wir allen Beteiligten in Hessen ersparen. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass bei einigen hessischen Kommunen große Unsicherheit herrscht, was die Planung und Durchführung von Sonntagsöffnungen angeht. Die allermeisten verkaufsoffenen Sonntage in hessischen Kommunen, die von Verwaltungsgerichten untersagt wurden, sind aber nicht wegen des hessischen Ladenöffnungsgesetzes gescheitert, sondern weil die von den höchsten deutschen Gerichten entwickelten Rechtsprechungsgrundsätze bei den Freigabeentscheidungen nicht beachtet worden sind. Deshalb besteht Handlungsbedarf, und wir werden dabei helfen, diese Sonntage auch wirklich planungssicherer durchzuführen. Meine Damen und Herren, ich habe bereits gesagt, dass es in der Vergangenheit immer wieder auch zu teils sehr kurzfristigen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte gegen verkaufsoffene Sonntage kam. Viele dieser Entscheidungen sind so kurzfristig ergangen, weil die Entscheidung zur Freigabe erst kurz vor dem geplanten verkaufsoffenen Sonntag überhaupt veröffentlicht wurde. Deshalb sieht unsere Gesetzesnovelle vor, dass Freigabeentscheidungen künftig mindestens 3 Monate vor dem geplanten Verkaufssonntag veröffentlicht werden müssen. So schaffen wir für alle Seiten ausreichend Zeit für mögliche Widersprüche oder Klagen. Widersprüche und Klagen gegen die Freigabeentscheidung werden künftig denn auch keine aufschiebende Wirkung mehr haben. Bisher mussten die Kommunen das gesondert und einzelfallspezifisch begründen. So schaffen wir eine gezielte Entlastung gerade der Kommunen. Außerdem ersetzen wir die bisherigen Anlassbegriffe örtliche Feste oder ähnliche Veranstaltungen durch die Begrifflichkeit besondere örtliche Ereignisse. So können auch Ereignisse darunter fallen, die nicht als fest definiert werden können, beispielsweise größere Sportereignisse. Und schließlich, um die Freigabeentscheidungen der Kommunen möglichst gerichtsfest zu machen, werden wir gemeinsam mit Ihnen einen Handlungsleitfaden für die Genehmigung verkaufsoffener Sonntage erstellen, der dafür sorgt, die gefestigte Rechtsprechung, die sich aus der Sonntagsruheverpflichtung des Grundgesetzes entwickelt hat, besser zu berücksichtigen. Meine Damen und Herren, wir haben uns im Rahmen der Evaluation und der Regierungsanhörung zu diesem Gesetzentwurf äußerst intensiv mit der Kritik, den Anregungen und Änderungswünschen aller angehörten Verbände und Institutionen auseinandergesetzt. Zur Wahrheit gehört, sie reichten von der völligen Abschaffung bis zur völligen Freigabe verkaufsoffener Sonntage. Und es gehört auch zur Wahrheit, dass Hessen im Konzert der Länder sehr liberale Öffnungszeitenregelungen hat. Es ist in Hessen bereits jetzt mit ganz wenigen Ausnahmen möglich, das ganze Jahr über an 6 Tagen in der Woche von 0 bis 24 Uhr Ladengeschäfte aller Art zu öffnen, ohne Sondergenehmigung und ohne besonderen Grund. Das finden Sie gut, aber gerade weil das so ist, kommt der Sonntagsruhe eben eine besondere Bedeutung zu. Herr Minister, ich weise auf die Redezeit hin. Ich komme zum Ende, Herr Präsident. Vielen Dank. Ich habe Ihnen das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, beschrieben. Vor diesem Hintergrund bin ich überzeugt, dass wir Ihnen heute einen Gesetzentwurf vorlegen, der alle rechtlichen Voraussetzungen bietet, die Interessen des Einzelhandels, der Kommunen und den Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe in Balance zu bringen. Dazu gehören großzügige und verbraucherfreundliche Öffnungszeiten unter der Woche. Dazu gehören selbstverständlich auch attraktive verkaufsoffene Sonntage in unseren Kommunen. Hierzu gehört aber auch der Schutz der vielen Beschäftigten im Einzelhandel, denn auch sie haben am Sonntag Ruhe und Erholung und Zeit für sich und ihre Familien verdient. Vielen Dank. Danke, Herr Minister. Ich eröffne die Debatte. Die vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten, und es beginnt Herr Decker für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der neue Gesetzentwurf liegt erwartungsvoll auf unserem Tisch,
Und ich sage ganz ehrlich, die SPD-Fraktion, wahrscheinlich auch andere Fraktionen, hätten sich das etwas früher in diesem Hause gewünscht, weil es doch noch eine sehr rege Debatte geben wird dazu. Und insofern sind wir jetzt ein wenig bedrohlich schon in Richtung Ladenschluss mit dem Gesetzentwurf gekommen. Denn am 31.12.2019 läuft das Gesetz ja bekanntlichermaßen aus. Aber immerhin will ich für meine Fraktion konzidieren, dass wir uns hier in grundsätzlichen Fragen bestätigt fühlen, und sie spiegeln auch grundsätzlich unsere Haltung wider. Ich will zwei, drei Beispiele herausgreifen. Es bleibt zum Beispiel bei den zwei wesentlichen Essentials. Erstens nur 4 Öffnungen im Jahr. Das ist völlig klar. Wir haben in diesem Hause auch schon anderes debattiert, dass man zum Beispiel in Großstädten das auf die Stadtteile aufbohrt, und wir hätten dann gleich eine Vielzahl von solchen Ladenöffnungen an Sonntagen gehabt. Das ist vom Tisch, und das ist auch gut so. Zweitens bleibt der Anlassbezug erhalten. Wir alle kennen den großen Druck aus verschiedenen Seiten, die sich immer vehement für den Anlassbezug und den Beibehalt ausgesprochen haben. Und das geht auch weit über die Grenzen der Gewerkschaften und des Bündnisses für den Freien Sonntag hinaus, über die Kirchen und alle, die dort mitwirken. Und auch das ist gut so. Und ich denke allerdings auch, dass die Landesregierung auch gar nicht umhin hätte kommen können, weil die Rechtsprechung ziemlich hart und klar an der Stelle ist. Verfassungsrechtlich, auch das Bundesverwaltungsgericht und viele einzelgerichtliche Entscheidungen haben völlig klar gemacht, dass der Sonntag schützenswertes Gut ist und nur aus ganz besonderen Anlässen freigegeben werden kann. Und das ist eine klare Botschaft. Und wir halten es übrigens auch für wichtig, dass Sie sich zumindest darum bemühen, diesen Anlassbezug auch klarer zu fassen, indem Sie zum Beispiel auch einzelne Thesen aus den verschiedenen Rechtsprechungen in das Gesetz und in die Verordnung damit einfließen lassen wollen. Und das kann uns unter Umständen in der Tat mehr Rechtssicherheit bringen. Herr Minister, Sie haben vorhin das Beispiel Nordrhein-Westfalen angeführt. Auch das haben wir hier schon an anderer Stelle debattiert, auch gerade mit den Kollegen von der FDP, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass wir den Anlassbezug ersetzen durch das sogenannte öffentliche Interesse, so wie es in Nordrhein-Westfalen passiert ist. Aber die Erkenntnis zeigt, dass es dort keinesfalls zu mehr Rechtssicherheit geführt hat, sondern dass nach meiner Kenntnis die Anzahl der Klageverfahren, glaube ich, sogar noch zugenommen haben. Das heißt, es hat also mehr für Verwirrung gesorgt, als dass es für Klarheit gesorgt hat an der Stelle. Und auch aus diesem Grund ist es richtig, das an der Stelle so zu entscheiden. Für uns, und das ist der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, für uns ganz wichtig, und das ist das, was wir in den langen Debatten, die wir hier schon seit vielen Jahren zu Ladenöffnung an Sonntagen, überhaupt zu Ladenöffnungszeiten geführt haben, haben wir immer eingefordert, dass wir eine wirksamere Gestaltung der Aufsicht und der Prüfung haben müssen. Das ist ganz wichtig, denn was nützt das beste Gesetz, wenn es nicht überprüft wird und es am Ende immer wieder dazu führt, dass Dinge umgangen werden und es wird nicht nachgeprüft. Und das wollen Sie in Ihrem Gesetzentwurf jetzt stärken. Das finden wir gut und finden wir richtig und entspricht auch dem, was wir wollen. Allerdings sage ich Ihnen an der Stelle auch dazu, dann müssen wir auch für mehr Personal sorgen. So wie in anderen Bereichen auch, gehört das dann dazu, dass wir die Behörden auch personell in die Lage versetzen, die Dinge dann auch entsprechend zu prüfen. Sonst wird das alles ins Leere laufen. Und das kann ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung sein. Sie wollen eine 3-Monats-Frist einführen. Sie haben das begründet. Ich muss das nicht wiederholen, was Sie damit bezwecken. Das könnte in der Tat ein Ansatz sein, mehr Rechtssicherheit zu schaffen, auch wenn man das dann mit einem Handlungsleitfaden, so wie Sie es bezeichnen, an der Stelle hinterlegt. Was uns noch nicht ganz klar ist, was aber auch in der Fachdebatte, auch mit den schriftlich Anzuhörenden schon zutage getreten ist, ist noch nicht ganz deutlich, wie die aufschiebende Wirkung zu mehr Rechtssicherheit führen kann. Es kann ein möglicher Schritt sein, dass wir in diese Richtung kommen. Aber da müssen wir, glaube ich, noch einmal genau drauf schauen, wie das am Ende rechtlich zu bewerten ist und zu welchen Ergebnissen das führen kann und ob das wirklich den Sinn und Zweck erfüllt. Ich weiß aus der schriftlichen Anhörung, dass zum Beispiel Verdi dezidiert dargelegt hat, warum es aus ihrer Sicht nicht klappen könnte oder klappen würde. Das werden wir im Einzelnen noch zu besprechen haben. Und
Da haben wir den Eindruck, dass in jedem Fall diese Passage noch um einiges mehr durchleuchtet werden muss. Zum Schluss gehe ich davon aus, und das ist natürlich auch die Forderung meiner Fraktion, dass wir auch zu einer Anhörung der Landtagsfraktionen kommen werden, an der Stelle, ganz klar, muss kommen, ja, weil alleine das schon dann natürlich auch alle Akteure und alle Betroffenen, egal aus welchem Bereich sie kommen, damit an einen Tisch bringt. Und wir versprechen uns davon, dass da noch eine Reihe von Anregungen kommen, möglicherweise auch Erhellungen, die dann noch in das Gesetz einfließen müssen. Und ich sage für meine Fraktion, wir werden das dann im Ergebnis genau bewerten und in jedem Fall werden wir den weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens sehr aufmerksam begleiten und auch darauf achten, dass die Dinge, auf die für uns wichtig sind, auch in das neue Gesetz einfließen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Decker. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Lichert zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, werte Kollegen! Der Gesetzentwurf zur Änderung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes den halten wir für handwerklich durchaus gelungen. Wir haben das Gefühl, dass die Begründungen der konkreten Änderungen tatsächlich die Hoffnung nähren, dass es gelingt, die Rechtsunsicherheit für Kommunen und vor allen Dingen die Einzelhändler zu beseitigen. Dabei könnte man es eigentlich fast bewenden lassen, aber das wäre ja langweilig, und Langeweile ist diesem Hohen Haus natürlich völlig unangemessen. Daher schauen wir ein bisschen genauer hin. Im Gesetzentwurf lesen wir, die vollständige Freigabe der Ladenöffnungszeiten an allen Werktagen entspricht den Bedürfnissen der Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie den Erfordernissen an eine rational begründete Wirtschafts- und Sozialpolitik. Lieber Herr Minister, geht es nicht auch eine Nummer kleiner? Wenn das nämlich so wäre, wie hätte es denn dann jemals anders lautende Ladenöffnungsgesetze geben können? Wie konnte sich denn die erste Gewalt in der Vergangenheit über die Bedürfnisse der Lebens- und Arbeitsbedingungen hinwegsetzen? Und wie konnten frühere Landtage denn offensichtlich einer irrational begründeten Wirtschafts- und Sozialpolitik folgen? Lassen Sie uns zur Abwechslung noch einmal ehrlich sein. Ausnahmsweise folgt die Politik mal den Wünschen der Bürger, und das finden wir grundsätzlich sehr gut, auch wenn es sich diesmal nur um Konsumwünsche handelt. Die Erklärung ist also klar, keineswegs so edel und gut, wie in der Begründung des Gesetzes zu lesen ist, sondern es hat sich schlichtweg der Zeitgeist verändert. Gesellschaftspolitische Prioritäten haben sich verschoben. Wir sind also nicht viel schlauer, rationaler oder moralischer geworden als unsere Vorgänger. Das mag jetzt ein bisschen abstrakt klingen, deswegen möchte ich ein praktisches Beispiel bringen, was unmittelbar eingängig ist, nämlich den Asylkompromiss Anfang der 90er Jahre. Dort wurde mit breiter parlamentarischer Mehrheit, und gemeint sind vor allen Dingen die ehemaligen Volksparteien SPD und CDU, wurde mit breiter parlamentarischer Mehrheit der Artikel 16a hinzugefügt. Wir erinnern uns, dort steht, dass sich auf das Asylrecht eben nicht berufen kann, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft einreist. Heute wissen wir ja alles besser. Unsere Vorgänger im Bundestag müssen ja wahre Schufte gewesen sein. Vielleicht waren sie sogar Rechtspopulisten. In der Sache hat sich nämlich gar nichts verändert, aber der Zeitgeist hat sich verändert. Allerdings nicht beim Bürger, sondern im politisch-medialen Establishment, das immer mehr zu einem Paralleluniversum sich zu wandeln scheint. Zeitgeistveränderungen liegen also auch der Freigabe der Ladenöffnungszeiten zugrunde. Alles andere ist Marketinggetöse. Trotzdem muss uns allen klar sein, dass diese vollständige Freigabe natürlich Gewinner und Verlierer erzeugt. Die großen Filialisten, Einkaufszentren an den Stadträndern und auf der grünen Wiese profitieren natürlich stärker davon als die kleinen Einzelhändler vor Ort. Ich denke, das muss nicht näher erläutert werden. Aber genau diese kleinen Einzelhändler vor Ort sollen ja auch mit der Sonntagsöffnung gestärkt werden. Selbst wenn das gelingen sollte, was keinesfalls ausgemacht ist, stimmen wir auch ausdrücklich der Begrenzung auf maximal 4 Sonntage zu, hoffen und fordern, dass das auch mehr ist als ein Rückzugsgefecht.
Die FDP-Fraktion hat ja bei ihrem eigenen Antrag zu dem Thema auch an den vier Sonntagen festgehalten, aber ausdrücklich hinzugefügt hier im Plenum erstmal. Das heißt, wir wissen, dass uns dieses Thema erhalten bleiben wird. Und wir appellieren an die Kommunen vor allen Dingen, dieses Instrument sehr dosiert einzusetzen und tatsächlich die kleinen Einzelhändler vor Ort in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen zu stellen. Sie, die kleinen Einzelhändler vor Ort, Sie sind das Rückgrat des lokalen Einzelhandels. Sie bestimmen die Attraktivität der Innenstadtlage. Sie zu stärken, muss unsere Aufgabe sein. Ohne die vielen kleinen droht eine Abwärtsspirale von Leerständen, Verschlechterung der Bausubstanz, negative Abstrahleffekte und so weiter. Das müssen wir unbedingt verhindern. Wir glauben, dass dieser Gesetzentwurf einen Beitrag dazu leisten kann. Daher stimmen wir zu. Vielen Dank. Danke, Herr Lichert. Ich bin großzügig geblieben, weise aber mal für die Zukunft darauf hin, dass ich durchaus das Recht habe, Ihnen das Wort zu entziehen, wenn Sie nicht zur Sache sprechen, und möchte vor allen Dingen darauf hinweisen, dass der Ausdruck Schufte als Bezeichnung für Vertreter einer Volksvertretung nicht angemessen ist. Für die Linksfraktion erteile ich Herrn Schaus das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich beginne meine heutige Rede mal mit einer Frage an Sie alle. Warum heißt eigentlich das Hessische Ladenöffnungsgesetz nicht, wie zum Beispiel im Bund, Ladenschlussgesetz? Und bei der Vorrede des Herrn Ministers dürfte die Antwort auch leicht fallen. Ich will sie Ihnen geben, weil dieses Gesetz eben keinen Ladenschluss kennt. Ja, weil es die Öffnung, und das haben Sie ja dargestellt, Herr Minister, der Läden an 6 Tagen in der Woche, also an allen Werktagen, für 24 Stunden erlaubt. Insofern ist der Begriff auch richtig, im Gegensatz zu dem Bund. Bei so weitreichenden gesetzlichen Möglichkeiten wundere ich mich aber immer und immer wieder, dass diese längst möglichen Öffnungszeiten immer noch nicht ausreichen sollen und weitere Sonntagsöffnungen sogar als existenziell notwendig für den Handel dargestellt werden. Bereits im Frühjahr 2018 hat der Rechtsanwalt Dr. Friedrich Kühn, der die aus Gewerkschaften und Kirchen bestehende Allianz für den Freien Sonntag vertritt, über den Stand der Rechtsprechung zu den Sonntagsöffnungen hier im Landtag informiert. Und, Herr Minister, Sie haben ja darauf auch Bezug genommen auf die Rechtsprechung. Herr Dr. Kühn berichtete seinerzeit, dass die Allianz für den Freien Sonntag seit 2015 sämtliche Verfahren vor den hessischen Verwaltungsgerichten gegen die Allgemeinverfügung der Städte gewonnen hat. Und seit dem letzten Jahr sind weitere eindeutige Urteile, wie das jüngst zur Stadt Neuansbach, hinzugekommen. Die Beseitigung einer von Einzelhändlern und einigen Kommunen gebetsmühlenartig immer wieder dargestellte Rechtsunsicherheit besteht doch aber bei einer solchen klaren Rechtslage gar nicht. Im Gegenteil, es besteht eine glasklare Rechtssicherheit für die hessischen Kommunen, der nun auch die Landesregierung mit ihrem vorgelegten Gesetzentwurf Rechnung trägt. Der vorgelegte Gesetzentwurf folgt deshalb mit seinen neuen Regelungen, und das haben Sie ja auch im Detail erläutert, Herr Minister, insbesondere in § 6 der klaren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vom 01.12.2009 und des Bundesverwaltungsgerichts in seinem Urteil vom 11.11.2015. Zur Erinnerung, auch wenn es im Vorspann steht, in Artikel 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 139 der Weimarer Reichsverfassung heißt es, ich zitiere, der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Eine ähnliche Regelung befindet sich übrigens auch in Artikel 31 der Hessischen Verfassung.
Danach ist Voraussetzung für eine ausnahmsweise Sonntagsöffnung unter anderem, dass ein auch ohne Sonntagsöffnung stattfindendes Ereignis, also ein großes Fest oder eine Messe oder nun auch ein örtliches Ereignis, für alle Bereiche, in denen die Ladenöffnung ausnahmsweise gestattet werden soll, prägend ist. Und das ist mir wichtig. Prägend ist ein Fest, eine Messe oder ein örtliches Ereignis, aber nur dann, wenn diese Veranstaltung weit mehr Besucherinnen und Besucher anzieht als die Ladenöffnung, die übrigens dann auch nur im räumlich unmittelbaren Bereich genehmigt werden darf, erfordert. Dass dies zum Beispiel noch nicht einmal bei der Frankfurter Buchmesse für die große Einkaufszentren weit ab vom Messegelände geöffnet werden sollen, liegt deshalb auf der Hand. Die Kriterien für die Zulassung also von Sonntagsöffnung auf Grundlage des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes werden nun mit dieser Novelle konkretisiert, und das ist gut so. Und da bin ich ausdrücklich dankbar Ihnen auch für die Darstellung, die Sie hier gegeben haben, Herr Minister. Die Ausweisung einer Vorlaufzeit von 3 Monaten, so wie sie jetzt vorgesehen ist, vor der geplanten Sonntagsöffnung, ist ebenfalls zu begrüßen. Damit wird nämlich der gezielten Trickserei von Bürgermeistern, die oft von ihren Gewerbevereinen unter Druck gesetzt werden, endlich ein Riegel vorgeschoben. Ja? Kurz vorher, wenige Tage vorher, dann die Allgemeinverfügung zu erlassen. Das war nämlich auch ein Teil des Problems. Zukünftig soll durch diese praxisnahe Regelung also ausgeschlossen werden, dass nur wenige Tage vor einem verkaufsoffenen Sonntag ein Stopp durch die Gerichte erfolgt. Der Vorteil für die Einzelhandelsbetriebe im Übrigen besteht hier darin, dass zukünftig zusätzliche Vorbereitungskosten entfallen, wenn die rechtliche Zulässigkeit der Allgemeinverfügung der Kommune eben frühzeitig geklärt werden kann. Und hier ist natürlich immer noch die Frage, wird es zu Eilverfahren kommen? Welche Bedeutung hat das? Das lässt sich sozusagen aus dem Gesetzestext auch noch nicht ableiten. Die Allianz für den Freien Sonntag hat jüngst alle Landtagsabgeordneten schriftlich zu einer Veranstaltung unter dem Titel 100 Jahre Sonn- und Feiertagsschutz in Deutschland – eine Tradition mit Zukunftsperspektive eingeladen. Ich würde mich freuen, wenn am 21. September im DGB-Haus in Frankfurt noch weitere Abgeordnete teilnehmen könnten. Ich kann Ihnen die Teilnahme nur wärmstens empfehlen. Bei allem Lob am vorliegenden Gesetzentwurf hinsichtlich der Änderung in § 6 zur Sonntagsöffnung möchte ich aber auch kritisch anmerken, dass leider keine Änderung an den weitestgehenden Ladenöffnungszeiten vorgesehen sind. Und wie das begründet wurde, ist ja hier schon zum Ausdruck gekommen. Brauchen wir aber weiterhin Ladenöffnungen rund um die Uhr an allen 6 Werktagen? Das ist nicht nur eine berechtigte Frage der vielen Frauen, die im Einzelhandel arbeiten. Dieser Frage müssen wir uns, finde ich, in diesem Gesetzgebungsverfahren auch noch einmal zuwenden. Ein Blick nach Bayern zeigt, dass auch weiter bei kürzeren Ladenöffnungszeiten alle Bedarfe der Bevölkerung sichergestellt werden können. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu Vorschläge unterbreitet. Auch darüber sollte im Rahmen einer Anhörung intensiv diskutiert werden. Wir als LINKE auf jeden Fall stehen weiterhin hinter den Forderungen der Allianz für den Freien Sonntag. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus. Das war eine Punktlandung. Ich unterstelle, der Kollege Dr. Naas wird das jetzt auch so schaffen. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Knapp 4 Monate vor Ladenschluss, Kollege Deckert hat es gesagt, hat die Landesregierung endlich ihren Regierungsentwurf für ein neues Ladenöffnungsgesetz in Hessen vorgelegt. Und der Ministerpräsident hat das gestern so schön bei Lufthansa gesagt, Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit.
Und ich kann das nur unterstreichen, weil zur Wirklichkeit in unserem Land zählt, dass Bürgerinnen und Bürger in der Mehrheit auch gelegentlich sonntags einkaufen wollen. Ich glaube, das wird jede Studie ergeben, Kollege Boddenberg. So, und gelegentlich heißt, dass es ein Regelausnahmeprinzip gibt. Völlig richtig, was Sie sagen. Ihr Gesetzentwurf, wie unser Gesetzentwurf, geht ja nicht von jedem Sonntag aus, sondern vier im Jahr. Hat auch besondere Ereignisse auch im Blick, wie beispielsweise die Adventssonntage und Weihnachten sowieso. Darüber brauchen wir in unserem Land, glaube ich, nicht streiten. Aber wir müssen noch einmal streiten über die Frage, ob ein Anlassbezug notwendig ist oder nicht notwendig ist. Und ich persönlich habe mich ja nach dem Vorkommnis auch in Neuansbach, wo ja sehr deutlich wieder zum Ausdruck gekommen ist, was es heißt, wenn man eben einen Sonntag, seine Sonntagsöffnung anordnet und dann glanzvoll vor Gericht scheitert, wie schlimm das für den Einzelhandel ist und warum es auch besonders schlimm ist, wenn man gleichzeitig natürlich den Onlinehandel im Rücken hat, wenn man ein vernünftiges Marketingkonzept wie Neuansbach eigentlich hat, warum das dann so schlimm ist. Ich habe mich auf den Kollegen Bellino verlassen, denn der hat am 11.05. letzten Jahres gesagt, meine Haltung zur zukünftigen Ausgestaltung des Gesetzes ist klar. Ich werde mich dafür einsetzen, Zitat, dass es bei vier möglichen verkaufsoffenen Sonntagen bleibt, hohe kirchliche Sonn- und Feiertage geschützt bleiben und so der sogenannte Anlassbezug aus dem Gesetz gestrichen wird. So, das haben Sie, das, ich hab's hier mit Bild. So, und da habe ich eigentlich darauf gehofft, dass das dann auch so kommt. Jetzt gehen Sie ja einen anderen Schritt, sondern Sie sagen, jetzt kommt zusätzlich zum Anlass auch noch das besondere Ereignis dazu. Da kann man erst einmal sagen, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber, nicht zu früh freuen, was dann in § 6 Ihres Entwurfs kommt, ist ja die Übernahme der alten Kasuistik. Das heißt, Sie kommen aus der Kasuistik nicht raus. Und das Schlimme ist ja, dass Sie dabei immer behaupten, das wäre verfassungsrechtlich vorgegeben. Das ist es aber nicht. Und ja, Sie haben ja auch eine Regierungsanhörung durchgeführt, lieber Herr Staatsminister. Und da gibt es ja auch sehr, sehr eindeutige Aussagen von jetzt nicht irgendwem, sondern vom Hessischen Industrie- und Handelskammertag, von der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammer, dem Handelsverband Hessen und der VHU. Das sind ja nun keine Verbände, die nicht über ausreichend Juristen verfügen. Und komischerweise geben uns diese Verbände aber recht, denn die sagen, wir hatten bereits in der Anhörung im Rahmen der Evaluierung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes vorgeschlagen, dem vom Bundesverfassungsgericht überprüften und als verfassungskonform angesehenen Sachgrund öffentliches Interesse als neuen und einzigen Sachgrund in § 6 Absatz 1 aufzunehmen. So, und das ist genau unser Vorschlag. Es ist ja sehr spannend, dass das unser Vorschlag ist. Sie haben gleich die Möglichkeit, etwas dazu zu sagen. Ich habe Sie jetzt nicht verstanden, sonst wäre ich gerne auf Sie eingegangen. Aber ich will hier, ja, ich kann Ihnen auch das Bundesverfassungsgericht gerne vorlesen, wenn Sie das wollen. Denn das Bundesverfassungsgericht sagt nämlich nicht, dass es zwingend einen Anlassbezug geben muss, sondern es sagt nur, dass es ein Regelausnahmeverhältnis geben muss. Und dieses Regelausnahmeverhältnis, nämlich dass der Sonntag geschützt ist, grundsätzlich, aber keine Regel ohne Ausnahme, an vier Sonntagen eben aber auch offen sein darf, wenn es ein öffentliches Interesse gibt. Da müssen Sie mal in die Entscheidung zum Berliner Ladenöffnungsgesetz schauen. Denn es gibt ja in Deutschland Ladenöffnungsgesetze, die ohne Anlassbezug sind und die vor Gericht Bestand haben. Und dazu zählt Berlin. Und dazu zählt auch Nordrhein-Westfalen. Und dann will ich mal mit dem aufräumen, was der Kollege Deckert hier gesagt hat, nämlich die Frage, wie ist denn, Entschuldigung, Decker, nämlich die Frage, ob sich denn diese Regelung in NRW positiv ausgewirkt habe. Und da müssen Sie sich mal mit den Zahlen anfreunden. Im Jahre 2017 gab es noch 57 Untersagungen.
Ein Jahr später gab es in Nordrhein-Westfalen nur noch 41 Untersagungen. Also sind die Untersagungen in der neuen Rechtslage zurückgegangen. Ja, das muss man einmal zur Kenntnis nehmen. Wir haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben einen Gesetzentwurf vorgelegt, der verfassungsgemäß ist, der auf das Regelausnahmeprinzip abstellt, der aber den Interessen der Bevölkerung weit entgegenkommt, der auch einen Ausgleich vorsieht, weil wir wirklich auf die Gottesdienste, auf die kirchlichen Feiertage Rücksicht nehmen, weil wir, wie Sie richtig sagen, Kollege Schaus, uns auf 4 Sonntage im Jahr beschränken und weil wir dann aber auch konsequent sagen, wir brauchen ein öffentliches Interesse und dieses öffentliche Interesse kann aber weiter ausgestaltet und gefasst werden als das besondere Anlassinteresse, das besondere Ereignis, was Sie jetzt vorschlagen. Das kann eben auch ein besonderes Marketingkonzept einer Stadt sein, wie es Neuansbach hat. Und deswegen werbe ich an dieser Stelle noch einmal für unseren Gesetzentwurf. Ich bin gespannt, was die Anhörung zeigt. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war noch eine präzisere Punktlandung von der Zeit her. Als nächstes darf ich aufrufen den Kollegen der Grünen, Herrn Markus Hoffmann, der einen weiten Weg von Fulda über die letzte Reihe bis zum Rednerpult gleich hinter sich gebracht hat. Sie haben das Wort. Ja, wie Sie sehen, ich habe den weiten Weg geschafft. Wie selbstverständlich kann man heute werktags noch nach 18.30 Uhr einkaufen und steht auch am Samstagnachmittag nicht vor verschlossenen Ladentüren. Das war vor einigen Jahren, Jahrzehnten noch völlig anders. Damals hieß das Gesetz auch noch Ladenschlussgesetz. Dann wurden die Ladenschlusszeiten liberalisiert. Erst kam der lange Donnerstag, dann der lange Samstag. Und wer wie ich den Einzelhandel seit mehreren Dekaden kennt, der weiß, wie schwierig diese Anpassung der Öffnungszeiten gerade für kleinere Unternehmen war und auch heute noch ist. So, das aktuelle Gesetz ist befristet bis 2019. Wir haben jetzt Zeit genug gehabt, das bisherige Gesetz zu evaluieren. Und deshalb haben wir auch ein neues eingebracht mit deutlichen Verbesserungen. Tatsache ist, dass die bisherige Regelung für Interessensverbände beider Seiten zu großen Diskussionsbedarf geführt hat. Und besonders der § 6 des Gesetzes führt immer wieder zu Irritationen. Denn hier geht es um die Sonntagsöffnung und deren rechtssichere Ausgestaltung. Vorneweg, rechtssicher ist eigentlich nur der Schutz der Sonntage und der Feiertage, meine Damen und Herren. Wie schon durch das Bundesverfassungsgericht und durch Urteile des Bundesverwaltungsgerichts bestätigt wurden. Sonn- und Feiertage stehen unter besonderem Schutz. Ausnahmen müssen deshalb zahlreiche Kriterien erfüllen und gut begründet sein. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die noch selbst in der Ladentheke stehen, brauchen den Sonntag zur Ruhe, wenigstens einen Tag in der Woche. Dabei geht es nicht nur um christliche Traditionen, sondern auch um den Schutz der Familie. Die Gewährleistung der Sonntagsruhe ist auch Garant für die Wahrnehmung von anderen Grundrechten, die der Persönlichkeitsentfaltung dienen. Zitat Bundesverwaltungsgericht 2009. Dem stehen wirtschaftliche Interessen entgegen. Im ländlichen Raum und in vielen Städten finden viele Feste, Messen, Märkte statt, häufig auch, um Stadtmarketing zu betreiben. Und da ist natürlich eine Sonntagsöffnung in Verbindung mit einem Fest natürlich eine feine Sache. Wenn das Fest oder Jubiläum oder Messe der eigentliche Grund für die Menschen ist, diese Veranstaltung zu besuchen, dann ist das auch eine Voraussetzung für eine Genehmigung, sogenannter Anlassbezug. Und dieser Anlassbezug ist eine Voraussetzung für eine Genehmigung. Das war so und das muss auch so bleiben. Es wird in der Novellierung erweitert durch den Begriff besondere örtliche Ereignisse. Denn es muss wirklich ein besonderer Anlass sein, um eine Sonntagsöffnung zu rechtfertigen. Über die maximale Anzahl von 4 Öffnungstagen am Sonntag pro Jahr herrscht, denke ich, weitgehend Einigkeit. Und die Regelungen in anderen Bundesländern, z.B. in NRW, die sich
deutlich offener zeigen im Punkt der Sonntagsöffnung, haben auch keine Rechtssicherheit für Kommunen und Veranstalter gebracht. Vielleicht sollten wir einmal darüber nachdenken, warum wir Sonntagsöffnungen wollen oder brauchen. Ja, Sonntagsöffnungen sind eine Bereicherung eines traditionellen Stadtfestes, eines Marktes oder Stadtjubiläums. Die gelegentlichen Sonntagsöffnungen sind ein wichtiger Mosaikstein, um die Innenstädte attraktiv zu halten. Für den stationären Handel geht es also unter anderem darum, wieder Leben in die Innenstädte zu bringen und sich einem entspannten Publikum zu präsentieren. Jedoch können die Sonntagsöffnungen kein ordentliches Stadtmarketing ersetzen. Was wir brauchen, sind Städte und Ortschaften mit hoher Aufenthaltsqualität, und zwar unabhängig davon, ob Läden geöffnet oder geschlossen sind. Was wir brauchen, sind Sitzmöglichkeiten, Plätze mit Bäumen und Spielmöglichkeiten für unsere Kinder, Orte, an denen sich die Menschen gerne aufhalten, an denen Begegnungen und Austausch möglich sind. Ein weiteres Argument ist die derzeitige Situation im stationären Einzelhandel. Ja, es gibt Probleme im stationären Einzelhandel. Viele inhabergeführte kleine und mittlere Unternehmen haben, aber auch Konzerne haben es schwer und kämpfen ums wirtschaftliche Überleben. Die Ursachen liegen aber nicht an den fehlenden Einkaufszeiten, sondern an unserem Einkaufsverhalten. Wir shoppen heute bei Amazon und Co. und ohne den Fuß vor die Tür zu setzen. Textilien bilden übrigens den größten Umsatz im Onlinehandel. Unsere Kleidung bestellen wir online, gleich in verschiedenen Größen, und die überzähligen Stücke nach Anprobe zu Hause, weil es ja so bequem ist, wieder kostenlos zurückzuschicken. Und auch Lebensmittel können heute ganz unproblematisch nach Hause geliefert werden. 2018 sind die Online-Umsätze um 10% gestiegen. Und im Vergleich zu 2012 haben sich die E-Commerce-Umsätze sogar verdoppelt. Da liegen die wahren Probleme des stationären Einzelhandels. Es sind die 6 Wochentage vor dem Sonntag, die dem stationären Einzelhandel zu schaffen machen, und nicht dieser eine Sonntag oder die 4 Sonntage im Jahr. Wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, dem Einzelhandel etwas Gutes tun wollen, dann kaufen Sie einfach mal lokal und regional ein Geschäft in Ihrer Nähe. Das sichert Arbeitsplätze, Angebotsvielfalt und Leben in der Stadt. In der Vergangenheit wurden die verkaufsoffenen Sonntage durch die Verwaltungsgerichte oft kurzfristig unterbunden, und die Veranstalter blieben auf den bereits angefallenen Kosten sitzen. Ich habe größtes Verständnis für den Ärger der Kommunen. Die Situation war für alle Beteiligten unbefriedigend. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe selbst Dutzende von Sonntagsöffnungen mitorganisiert. Übrigens, alle haben stattgefunden. Erklärtes Ziel der Novellierung des Gesetzes war eine größtmögliche Rechtssicherheit und die damit verbundene Planungssicherheit für die Kommunen und die Veranstalter. Die im neuen Gesetz verankerte 3-Monats-Frist für die Veröffentlichung der Freigabeentscheidung durch die Kommunen sorgt für mehr Planungssicherheit und schließt eine kurzfristige Unterbindung der Sonntagsöffnung aus. Die Novellierung wägt die Interessen der Kommunen, des Handels und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab und kommt zu einem, wie ich meine, guten Kompromiss, mit dem Hessen für die Zukunft gut aufgestellt und den ich nur begrüßen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächsten auf der Liste ist der Kollege Müller für die CDU-Fraktion, den ich auch vorhin schon gesehen habe. Ach, da kommt er. Auch einen weiten Weg vom Land-Dill-Kreis bis zum Plenumsrednerpult. Sie haben das Wort. Verehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Also ich glaube, wenn wir demnächst über einen Gesetzentwurf diskutieren, bei dem es dem Kabeldurchschnitt und Durchmesser von Hausversorgungsleitungen geht, werden wir den Asylkompromiss auch noch vorgehalten bekommen, Herr Lichert. Das ist unfassbar, wie Sie immer und immer wieder von der AfD ein Thema heranziehen, welches schlicht und einfach die Lebenswirklichkeit Ihrer Parallelwirklichkeit darstellt und nicht die der Menschen in diesem Land. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrter Herr Kollege, ja, Lambrou, Parallelwirklichkeit ist eben nicht Ihr Ding, ich weiß. Verehrter Kollege Dr. Naß,
Sie irren, und Sie sagen auch etwas Falsches. Ich will es Ihnen an dieser Stelle vorwegschicken. Sie sagen, das Bundesverfassungsgericht habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass ein Anlass erforderlich ist. Ich zitiere einmal wörtlich aus der Entscheidung. Auf Grundlage des gesetzlichen Schutzkonzepts für die Gewährleistung der Sonn- und Feiertagsruhe erkennbar, diese Tage als solche der Arbeitsruhe zur Regel erheben müssen, ist hinsichtlich der Ladenöffnung darauf abzustellen, dass die Ausnahme eines dem Sonntagsschutz gerechtfertigten Sachgrundes bedarf. Was ist das anders als ein Anlassbezug, ein Sachgrund? Herr Kollege, ja. Herr Kollege, Sie können das ja glauben. Ich bin ja auch ein freiheitsliebender Mensch. Ich hätte mir vielleicht auch mehr Freiheit gewünscht. Aber zwischen Wünschen, also Können und Wollen, ist manchmal das Recht. Und das Recht sagt hier, die Auswirkung des Artikels 140 ist auch eine Sozialstaatsprinzip-Auswirkung. Also bleiben Sie nicht beim Religionsparagraf, bleiben Sie nicht bei Anlassfreiheit. Wir haben die Anlasserfordernis. Kann uns gefallen, kann uns nicht gefallen, ist so. Und, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bin ja dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, mit diesem Gesetz, welches der Staatsminister vorgelegt hat, für Rechtssicherheit durchaus zu sorgen. Und vielleicht müssen wir uns mit den Tatsachen auseinandersetzen. Ein Großteil der Verfahren ist deshalb für die Kommunen verloren gegangen, weil die Begründungssituation schlecht war, weil fälschlich oder falsch vorgetragen worden ist, weil inhaltsfrei vorgetragen worden ist und weil viele Dinge nicht beachtet worden sind. Das regelt das Gesetz nunmehr klarer, und zwar sehr viel klarer. Es wird einmal durch die Fristveränderung ermöglicht, die Dinge gründlicher zu diskutieren. Es wird zum anderen inhaltlich einiges getan. Sie brauchen ja nur hineinzuschauen in das Gesetz. Und lieber Herr Kollege Dr. Naß oder Herr Schaus und wer auch immer, da ist schon richtig Musik drin. Und deshalb ist dieses Gesetz ein gutes. Es wird angefangen damit, dass man bei einem der Hauptprobleme prozessualer Art, nämlich bei der Begründung der Zuwächse der Bevölkerungsmengen, die dort in dieses Fest hineinströmen, eben nicht mehr ausführlich darlegen muss, sondern man muss darlegen, dass es eben so ist. Und das ist eine der wesentlichsten Erleichterungen, die man den Kommunen hat liefern können. Man muss sich eben nicht nur mit der Theorie, sondern ich glaube, mit der Praxis beschäftigen. Dann weiß man auch, warum die Verfahren an dieser Stelle verloren gegangen sind. Und verehrte Kolleginnen und Kollegen, man muss eben verfassungsrechtlich feststellen, diejenigen, die die alten Fernsehsendungen noch kennen, wir sind verfassungsrechtlich hier nicht bei Wünsch dir was, sondern bei so ist es. Und so ist es eben, dass wir schlicht und einfach darauf achten müssen, dass die Verfassung zu beachten ist. Und sie ist zu beachten beim Anlassbezug, sie ist zu beachten bei der Frage, dass der Sonntag tatsächlich die Ausnahme sein soll. Aber, lieber Herr Kollege Schaus, Ihre Vorstellung der Arbeitswirklichkeit entspricht nun auch nicht wirklich demjenigen, was sich die Menschen so vorstellen. Denn wo überall die Sonntagsöffnungen stattfinden, haben wir doch Folgendes festzustellen. Es ist nicht so, dass die Menschen dort nicht hingehen, weil sie den Sonntag um Himmels willen für andere Dinge nutzen sollen, sondern im Regelfall sind die zahlreichen Feste, und der Staatsminister hat auf einige hingewiesen, in Hessen extrem gut besucht. Von Bürgerinnen und Bürgern, die dabei Spaß und Freude haben. Übrigens, ich kann es mir auch nicht verkneifen, an dieser Stelle zu sagen, gerade die Einwanderung in unser Land seit 50 Jahren hat dafür gesorgt, dass auch das Lebensgefühl der Bevölkerung sich wesentlich geändert hat und zum Beispiel ein Sonntag als Festtag sowohl kirchlich als auch mit dem gemeinsamen Zusammenkommen eine besondere Bedeutsamkeit bekommen hat. Und insoweit ist es auch Ausdruck einer durchaus liberalen, aber auch christlich geprägten Bürgergesellschaft, dass der Sonntag ergänzend genutzt werden kann. Und, verehrte Kolleginnen und Kollegen, 4 von 52. Das ist zuallererst die Entscheidung Sonntagsschutz, ja. 4 von 52 ist aber auch eine klare Aussage, das muss und soll möglich sein, um denen, die den Sonntag auch als lebenswerte kommunale Erlebnismöglichkeit nutzen wollen, diese Erfahrung zu ermöglichen und vor allen Dingen das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen. Und lieber Herr Schaus, Ihre wunderbare Allianz für diesen Sonntag, wissen Sie,
Ich gehe ja relativ regelmäßig auch in kirchliche Veranstaltungen. Mehr Bürgerinnen und Bürger als bei solchen Sonntagsöffnungssituationen, bei kirchlichen Veranstaltungen, sehe ich im Regelfall nicht. Und ich habe es auch selten erlebt, dass die Bürgerinnen und Bürger sich abwenden von dieser Sonntagssituation und sagen, das ist schrecklich, da wollen wir auch nicht arbeiten. Das Gegenteil ist der Fall. Und wenn Sie jetzt monieren, dass wir die Ladenöffnungszeiten in Hessen so haben, wie wir sie haben. Ich habe extra in die Protokolle aus dem Jahr 2006 geschaut. Damals ist gesagt worden, die verlängerten Öffnungszeiten braucht keiner, will keiner. Die werden sowieso von den Bürgerinnen und Bürgern nicht genutzt. Nach 18 Uhr geht keiner einkaufen. Wenn wir uns die Lebenswirklichkeit der Familien heute anschauen, dann ist es gerade die Familieneinkaufssituation, also die Situation der Menschen miteinander, die durch dieses Ladenöffnungsgesetz verbessert worden ist, weil es geht nicht mehr einer der Eltern einkaufen, sondern die Familie geht gemeinsam einkaufen. Und das ist ein ausgesprochen erstrebenswertes Ziel, was auch die Verfassung in dieser Form vorsieht und erkennt. Alles in allem, das ist ein gutes Gesetz für Hessen, es ist ein gutes Gesetz für die Bürgerinnen und Bürger und es ist ein gutes Gesetz für Rechtssicherheit für 4 von 52 offenen Sonntagen hier in unserem schönen Land. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Müller, für Ihren Beitrag, der den Kollegen Dr. Naas zu einer Kurzintervention provoziert hat. Er hat damit die Redezeit, die letzten eine Minute, die hier war, auf 2 Minuten erhöhen können. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich denke, da muss man darauf eingehen, weil hier etwas im Raum steht, was nicht stimmt. Ich vermute, dass Sie, lieber Kollege Müller, sich an Ihrem Fragenkatalog, den die CDU ja als Argumentationshilfe dankenswerterweise immer vorweg rumschickt, an Frage 10, warum unterstützt man nicht den Gesetzentwurf der FDP, orientiert haben. Weil da steht ja drin, dass dieses eben unsere Auffassung mit der Verfassung nicht vereinbar ist, nämlich die Streichung des Anlassbezuges. Ich zitiere Ihnen aber gerne, wir können ja über Jura streiten, Kollege Müller, auch das Verfassungsgericht, da heißt es nämlich, es ist grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, Herr Präsident, habe ich das Wort? Oder? Spannung. Des Gesetzgebers ein Schutzkonzept aufzustellen und normativ umzusetzen. Dabei kommt ihm ein weiter Einschätzung, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu. Die für Ladenöffnungszeiten zuständige Senatsverwaltung kann im öffentlichen Interesse ausnahmsweise die Öffnung von Verkaufsstellen zulassen. Und das ist der entscheidende Punkt. Das Bundesverfassungsgericht hat im Kern die Berliner Regelung für verfassungsgemäß und die ist ohne Anlassbezug bestätigt. Und so sieht es auch die Industrie- und Handelskammer, auch die Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern, Handelsverband Hessen und die VHU. Ich bin sehr gespannt auf unsere weitere Debatte dann im Ausschuss. Vielen Dank. Sie haben das Recht, vielen Dank, Herr Dr. Naas, Sie haben das Recht zu replizieren. Und dann gehen wir jetzt ein bisschen in ein juristisches Seminar. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich will gar nicht in ein juristisches Seminar gehen. Lieber Herr Kollege Dr. Naas, in meiner Ausbildung habe ich Folgendes gelernt. Man darf nicht an der Zeile stehen bleiben, sondern man liest zu Ende. Und schlicht und einfach, ein Absatz nach dem, den Sie zitiert haben, ich kenne das Urteil ziemlich gut inzwischen, weil ich es nicht so wirklich prickelnd finde, aus vielerlei anderen Gründen. Da steht das, was ich Ihnen vorgelesen habe. Und ich wiederhole es einfach noch einmal, damit es möglicherweise ankommt. Da steht noch einmal, hinsichtlich der in Rede stehenden Ladenöffnung Berlin bedeutet dies, dass die Ausnahme eines dem Sonntagsschutz gerecht werdenden Sachgrundes bedarf. Was ist es anders, der Sachgrund, als ein Anlass? Das ist die Übersetzung. Und wenn Sie dann die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, des OVG, zuletzt in Nordrhein-Westfalen sehen, Münster, dann sehen Sie genau das bestätigt. Das mag uns beiden möglicherweise aus Freiheitsgründen nicht gefallen. Das kann sein. Aber es bleibt dabei, der Sachgrund ist erforderlich. Und wir erleichtern doch die Begründungsmöglichkeit. Das ist doch das Entscheidende. Sehen Sie das Positive in dem Gesetz. Wir erleichtern die Möglichkeit der Gemeinden, diesen Sachgrund zu begründen. Bisher sind die Entscheidungen in Hessen, und damit müssen wir uns ja beschäftigen, in Hessen daran festgemacht worden, dass die Gemeinden den Sachgrund nicht wirklich richtig begründet haben
und darüber hinaus dann die zusätzlich erforderliche Begründungssituation, dass die Menge der Menschen auch noch abgewogen werden musste, wer kommt aus dem Sachgrund und wer kommt wegen der Öffnung, dargestellt werden musste. Und daran ist es gescheitert, und das lösen wir auf. Und ich finde, es bleibt dabei ein gutes Gesetz für unser Land Hessen. Danke schön. So, vielen Dank, Herr Kollege Müller. Wir haben hier keine weiteren Wortmeldungen vorliegen. Nein, nein, der. Damit ist das Gesetz in erster Lesung hier erörtert. Und wir alle gemeinsam schicken Ihnen guten Mutes, diesen Gesetzentwurf in den federführenden SIA, und der WVA berät mit. Hat da irgendjemand etwas dagegen? Das ist nicht der Fall.